Wir sind heute beim Zimmereibetrieb Voss und bei mir steht quasi Jan-Ole Voss, der Geschäftsführer. Aber damit wir den ein bisschen besser kennenlernen, stell dir sich einfach mal selber vor. Jan-Ole, wer bist du? Was machst du? Ja, ich bin Jan-Ole Voss, Zimmerermeister, 32 Jahre alt und der kaufmännische Geschäftsführer der Voss Zimmereibetrieb OAG. Und seit wann gibt es eigentlich das Unternehmen Voss? Ich habe mich relativ früh selbstständig gemacht, direkt nach der Lehre fast mit 20 Jahren und das war 2010. Szenenwechsel, wir sind jetzt im Besprechungsraum und Jan-Ole, wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen habt ihr eigentlich? Ja, wir sind insgesamt 12 Kollegen und Kolleginnen. Wir sind 2 Zimmerermeister, 1 Zimmererpolier. Dann haben wir 3 Zimmerergesellen, 1 Dachdeckergesellen und 3 Lehrlinge im Zimmererhandwerk sowie eine Bürokraft und eine Reinigungskraft, die sich auch liebevoll um die Bepflanzung kümmert. Ah, und jetzt ist es ja so, man hört immer, das Handwerk sucht Mitarbeiter, alle suchen Mitarbeiter. Sucht ihr auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen? Ja, also wir suchen Zimmerergesellen und Auszubildende im Zimmererhandwerk. Aber kurze Nachfrage, Ausbildung zum Zimmerer und Zimmererin fängt an am Februar oder im August oder? Wir machen es grundsätzlich so, dass die Jungs und Mädels am 1. Juli bei uns anfangen, einfach, dass es noch vor den Sommerferien ist und wir möglichst viel auch dann noch von denen mitbekommen, bevor sie ins erste Lehrjahr gehen, weil sie da dann erstmal viel in der Schule und in der überbetrieblichen Berufsbildungsstätte sind. So, wir sind jetzt in die Werkshalle hergegangen und weil wir jetzt auch über das Gewerk sprechen wollen, und zwar gibt es etwas, Jan-Ole, worauf ihr euch spezialisiert habt? Wir haben uns auf den Holzrahmenbau spezialisiert, auf die Vorfertigung und die schlüsselfertige Bauweise ökologischer und nachhaltiger Einfamilienhäuser. Können aber auch sehr gut, damit sind wir groß geworden, Carports und Überdachung. Bei so einem Carport mit Flachdach, mit Gründach, um das Ganze auch nachhaltig zu gestalten. Bei den Überdachungen mit Acrylglas oder Verbundsicherheitsglas, komplett von uns individuell beschichtet, bei uns in einer eigenen Beschichtung, also der Anstrich, kriegt man so immer sehr hochwertige, schöne Projekte. Gibt es Tätigkeiten, wo ihr besonders viel Spaß dran habt? Du hast gerade gesagt, ihr macht Carports, relativ hochwertig, aber auch Aufstockungen, alles Mögliche. Was sind so eure Favorites? Also wir machen am liebsten die Neubaufertigung in Holzrahmenbauweise, einfach weil wir das Ganze erst komplett planen, auf dem Bildschirm sehen, denn die Pläne rausgehen in die Fertigung, die Elemente hier bei uns in der Halle komplett vorgefertigt werden und innerhalb von kürzester Zeit auf die Baustelle gehen, auf der Baustelle in 1 bis 3 Tagen das ganze Haus aufgestellt wird, alle Elemente zusammengesetzt werden und wenn man dann abends einfach sich die Arbeiten anguckt, was man geschafft hat, dann ist es einfach beeindruckend und es macht einen sehr stolz. Deswegen machen ich und die Jungs oder die Kollegen und die Kolleginnen das am liebsten. Ah, okay. Und da habe ich noch eine Frage und zwar, es gibt ja immer mal so Projekte, die stechen so ein bisschen raus oder die sind vor allem selber so ein bisschen was Besonderes. Welches Projekt würdest du denn sagen, war eins so euer Highlights? Also das spannendste Projekt, was wir hatten, war, glaube ich, unser erstes Einfamilienhaus in Holzrahmenbauweise. Einfach, weil wir das erste Mal komplett das bei uns gefertigt haben, beidseitig beplant, geschlossen haben und dann ausgeliefert haben und dann das Ganze sogar noch in 3 Monaten Bauzeit zur Schlüsselübergabe geschafft haben. Und das war für uns das größte Highlight, weil es einfach auch so spannend war, ob alles passt und ob alles halt so funktioniert. Jetzt seid ihr ja hier in Hemdingen und in welchem Umkreis seid ihr denn so aktiv? Also wir sind hauptsächlich, ja, man kann sagen 25 Kilometer im Umkreis um den Firmensitz hier in Hemdingen aktiv für größere Projekte oder je nachdem, was für Projekte es sind, fahren wir aber auch weiter. Sprich, der eigentliche Umkreis geht dann so ins nördliche Hamburg bis Itzehoe, Bad Segeberg. Aber je nachdem, wie die Projektanfragen sind, fahren wir dann auch weiter raus. Ah, okay. Und wenn ich jetzt mit euch bauen wollte oder sagt, boah, das war mir so sympathisch hier, wie kann ich mich am besten bei euch melden?
Am schönsten ist immer über unsere Internetseite, über das Kontaktformular. Da kann man hintereinander die Adresse eingeben, den Bauort und auch direkt die Projektvorstellungen. So haben wir das immer gleich in unseren E-Mails drin, können das perfekt einarbeiten und einfließen lassen in unsere Systeme. Aber wer gerne den telefonischen und persönlichen Kontakt hat, kann auch direkt beim ersten Mal anrufen und dann nehmen wir das so am Telefon zusammen auf. Das war das Video mit Jan-Ole Voss zu seinem Betrieb. Und falls ihr mehr erfahren wollt über Jan-Ole Voss, dann findet ihr das Ganze in der Videobeschreibung. Da geht's zur Website. Und wir machen demnächst nochmal ein Video. Und das findet ihr dann hier. Und natürlich würden wir uns mega freuen über ein Abonnement. Da verpasst ihr nichts. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Ciao.